Eigentlich ein Nischenprodukt ist der Microsoft Flight Simulator 2020, doch genauso erfolgreich, wie es sich die Entwickler mancher Blockbuster-Spiele nur wünschen können. Aber dahinter steht mehr als nur Glück. So räumte er nicht nur den Preis für die Simulation des Jahres bei den Game Awards ab, sondern kommt bis heute auf 15 Millionen Spieler. Das Know-how hinter der Flugsim ist immens. Immerhin handelt es sich dabei um das älteste noch bestehende Softwareprodukt von Microsoft. Mit dem ersten Release 1982 ist die Sim sogar älter als Windows. Seit 4 Jahren wird der aktuelle Teil mit monatlichen Updates versorgt. Trotzdem haben es die Entwickler geschafft, für November die Fortsetzung der vielleicht aufwendigsten Simulation überhaupt zusammenzubauen. Was der Microsoft Flight Simulator 2024 bereithält und ob sich der Kauf überhaupt lohnt, wenn man bereits den Vorgänger hat, das klären wir in unserer Vorschau. Wer befürchtet, bei der Fortsetzung handelt es sich um das gleiche Spiel mit ein bisschen mehr Content, kann ganz beruhigt sein. Microsoft hat etliche Verbesserungen vorgenommen und im Grunde alles überarbeitet. Es gibt natürlich mehr Inhalte in Form von Fluggeräten, doch das bezieht sich nicht mehr nur auf Flugzeuge. Helikopter schaffen es wie Glider direkt zum Start ins Spiel. Genauso wie ein Zeppelin, Heißluftballons, ein Motorschirm und der Jetson One, der sich am ehesten als bemannte Drohne beschreiben lässt. Das breitere Angebot spiegelt sich auch in den Aktivitäten wider. Die Tutorials sind jetzt in einem Karrieremodus eingebunden, der äußerst umfangreich ausfällt. Daneben gibt's Challenges mit Bestenlisten, Fotografie-Herausforderungen und natürlich den freien Flugmodus. Damit will Microsoft auf das am häufigsten genannte Feedback reagieren, das sie seit 2020 bekommen haben: Gebt uns mehr zu tun! Alright, now comes the fun part. Die erste Anlaufstelle dafür ist die Karriereoption, die sich in Tutorials und Prüfungen aufspaltet. Das ist weniger trocken gestaltet als noch im Flugsimulator von 2020, denn diesmal bewegen wir uns als echte Person durch die Spielwelt. Damit einher geht auch ein Charaktereditor, der angenehm umfangreich ausfällt. Damit können wir sogar unsere eigene Stimme via KI in die Simulation einfügen. Ein spannendes Feature, auf das wir später noch genauer eingehen. Nach der Charaktererstellung können wir unsere Karriere aber nicht einfach starten, sondern müssen erstmal einen Heimatort wählen. Möglich sind nahezu alle Flughäfen, die unsere Erde zu bieten hat. Ausgenommen sind internationale wie Frankfurt, Heathrow oder Charles de Gaulle. Da sind blutige Anfänger wie wir schließlich nicht gerne gesehen. While you settle in, let's go over our flight plan. So beschränken wir uns erstmal auf die Wald- und Wiesenflugplätze, von denen es glücklicherweise unzählige gibt. Haben wir uns entschieden, geht es los und wir sprechen mit unserem Mentor, der uns eine grobe Einleitung ins Fliegen gibt. Der Unterschied zwischen den jeweiligen Heimatflughäfen ist vornehmlich, dass wir über bekanntes Gelände fliegen, während wir uns durch die Karriere arbeiten. In Asien, Afrika und Amerika sieht die Welt halt doch ein bisschen anders aus als in Mitteleuropa. Als nettes Detail ist der Name des Mentors ebenfalls an das Land angepasst. Okay, let me taxi to the runway. Nach unserem allerersten Flug, bei dem uns die meisten Aufgaben abgenommen werden, erhalten wir einen virtuellen Arbeitsplatz, an dem wir uns auf unseren ersten Flugschein vorbereiten können. Dazu können wir jedes Tutorial einzeln spielen oder direkt zur Prüfung springen. Haben wir die Lizenz für Privatpiloten und für kommerzielle Flüge in der Tasche, geht's mit der Karriere richtig los. Wir können Missionen fliegen, um Geld zu verdienen. Das stecken wir dann in weitere Scheine, die uns für weitere Flugzeugklassen und Missionen qualifizieren. Das gleiche gibt's noch für Helikopter. So führt uns das Spiel in die wichtigsten Grundlagen ein. Da man alles überall machen kann, finden wir auf der digitalen Erde weit über 2 Millionen Missionen. Die beinhalten zwar oft das Gleiche, aber die Rahmenbedingungen der Orte weichen natürlich voneinander ab. Je nachdem, ob man sich in der Wüste, in den Tropen oder in Mitteleuropa befindet. Sämtliche Missionen sind echten Berufen nachempfunden und möglichst real gestaltet. Es gibt Flüge, bei denen man Felder bewässern muss, mit einem Werbebanner über eine Stadt fliegt oder Waren von A nach B transportiert. Für die verschiedenen Berufsfelder haben sich die Entwickler entsprechende Beratung eingeholt, um alles möglichst real und detailliert darzustellen. So gibt es beispielsweise Rettungsflüge, bei denen man Patienten von Urlaubsorten in ihre Heimatländer zurückbringen soll. Hier müssen wir womöglich auf die Flughöhe achten.
falls der Patient empfindlich auf Luftdruckänderungen reagiert. Dabei ist Aufmerksamkeit gefragt, während wir auf den Doktor hören, der uns Anweisungen und wichtige Tipps gibt. Wer schneller in die Action starten will, kann im Menü auch direkt in die Challenges starten, die ohne Starten oder Landen verbunden sind. Dazu gehören Talflüge, in denen wir möglichst nah am Boden fliegen müssen. Es gibt enge Kurvenflüge mit Jets und Präzisionslandungen mit dem Helikopter. Weitere Challenges haben wir noch nicht sehen können. In unserer Version gab es ein Online-Ranking, das eine Gesamtpunktzahl für alle Herausforderungen angezeigt hat, die man bewältigt. Daneben gab es noch einen weiteren Punktestand für jede einzelne Challenge. Die Fotografie-Herausforderungen sind weniger actionreich und haben keine besten Listen. Stattdessen geht es darum, schöne Bilder aufzunehmen und dabei besondere Bedingungen zu erfüllen. Das ist je nach Motiv unterschiedlich schwierig. Den Eiffelturm soll man schlicht aus einem niedrigen Winkel ablichten, während man das Angkor Wat aus nächster Nähe fotografieren muss, während die Sonne hinter dem mittleren Tempelturm steht. Und das bitte im Morgengrauen einer Tag- und Nachtgleiche. Das klingt zum Glück viel komplizierter als es ist, denn wir müssen mit dem Flieger bzw. Helikopter nicht genau an der richtigen Stelle sein, um das Bild zu schießen. Sobald wir in den Fotomodus wechseln, können wir uns mit der Kamera ein ganzes Stück von unserem Flugzeug entfernen, um den entsprechenden Winkel einzufangen. Genauso ist es möglich, Tageszeit und Datum zu ändern, um den jeweiligen Ansprüchen gerecht zu werden. Die Entwickler hinter dem Microsoft Flight Simulator wollen damit eine weitere Ebene an Tutorials und Übungen einfügen, um den Nutzern spielerisch zu vermitteln, wie man etwa die Zeit in der Simulation anpasst. Der Fotomodus verhält sich sehr ruhig und kommt ohne große Turbulenzen oder Schwierigkeiten aus, die es zu überwinden gilt. Inmitten der techniklastigen Simulation fühlt sich das Fotografieren fast schon wie eine Cozy Sim an, in der es nur darum geht, eine entspannte Zeit zu haben. Interessant ist, dass man die Fotoherausforderungen auch im freien Modus abschließen kann. Das heißt, wer hier das richtige Motiv aufnimmt, erfüllt die Aufgabe auch gleich für den Fotomodus und muss nicht zweimal das gleiche machen. Zwar waren mehr Aufgaben und ein Spielziel der größte Wunsch aus der Flugsim-Community, aber auch andere Updates haben es in die kommende Version geschafft. So ist die Welt sehr viel detaillierter als vorher. Besonders der Boden ist deutlich genauer dargestellt und bietet 4000 Mal so viel Detailtiefe wie vorher. Das sieht zum einen schöner aus, der Nutzen geht aber über die rein optische Darstellung hinaus. Die realistische Simulation des Bodens erlaubt es jetzt beispielsweise, Steine, Hügel oder Rillen im Boden darzustellen. Start und Landung auf freiem Feld sind damit nicht mehr so einfach möglich wie im Flight Sim 2020, wo der Untergrund einfach flach ist. Besonders schön ist auch die Neuerung, dass Flugzeuge in weichen Untergründen wie Sand, Schnee und Matsch eine Spur hinterlassen. Sogar in hohem Gras erkennt man jetzt eine sichtbare Fahrspur, sollte man mal in die Verlegenheit kommen, mit seinem Flieger durch eine Wiese zu mähen. Während die Darstellung des Bodens im Besonderen verbessert wurde, sind die Aufhübschungen an allen Stellen zu merken. So haben wir etwa realistischere Wolken und die Simulation stellt auch Sonderformen dar, wie der Wolkenring um Mount Fuji. Außerdem sind Farben jetzt realistischer dargestellt und weniger grell. Sogar Mikrokratzer sind jetzt in den Scheiben der Maschinen zu finden, die man nur bei richtiger Sonneneinstrahlung und aus bestimmten Winkeln von nahem sehen kann. Durch dieses Rundum-Paket würde der Flight Sim 2024 theoretisch zu einem speicherfressenden Festplattenmonster mutieren. Deswegen hat das Team die Architektur des Spiels angepasst und im Prinzip alles in die Cloud verfrachtet, was der Spieler nicht unbedingt auf der Festplatte braucht. Man lädt jetzt nur noch herunter, was man wirklich gerade nutzt. Die ausgesuchten Daten werden dann so lange im sogenannten Rolling Cache gespeichert, bis er voll ist, wobei man die maximale Größe selbst festlegt. Stößt der Speicher an diese Grenze, löscht das System die Daten, auf die man am längsten nicht mehr zugegriffen hat. Das gleiche System gab es 2020 auch. Allerdings wurden bestimmte Teile des Spiels damals noch auf dem PC oder der Xbox fest installiert, darunter Flugzeuge und Flughäfen. Das fällt jetzt alles weg, wodurch sich der initiale Download auf rund 15% der Zeit reduzieren soll. Um zu verhindern, dass das Spiel zu viel buffert, lädt die Simulation ab 2024 auch nicht mehr alle Grafikpakete eines Orts runter, wie das im Vorgänger passiert ist. Ist man da beispielsweise über eine Stadt geflogen, zog sich der Simulator sämtliche Bilddaten von wenigen Pixeln bis 4K aus dem Netz. In der kommenden Version lädt man dagegen nur noch runter, was man im entsprechenden Moment braucht. Wer beispielsweise weit über einer Stadt fliegt, lädt also keine 4K-Dateien mehr runter, sondern nur die kleinste Größe, wodurch man eine Menge Daten einsparen kann. Dadurch ist es natürlich nicht wirklich möglich, den Flugsimulator offline zu spielen.
Außerdem kommt es beim ersten Runterladen eines neuen Gebiets regelmäßig zu Nachladeruckern. Das ist vor allem zu Beginn eines neuen Flugs zu spüren. Sobald wir einmal in der Luft waren, ist uns das aber nicht mehr ins Auge gesprungen. Die Ladezeiten und anfänglichen Ruckler haben mit dem enormen Detailgrad zu tun, den wir überall erleben. Schließlich hat Microsoft es sich in den Kopf gesetzt, einen möglichst perfekten digitalen Klon der gesamten Erde zu erschaffen. Im Kleinen wirkt sich das so aus, dass Flughäfen jetzt auch Innenräume haben und mit Menschen gefüllt sind. Im Großen bedeutet das, dass neben Flugzeugen auch die Schifffahrt in Echtzeit simuliert wird und jedes echte Boot so auch in Wirklichkeit auf dem Wasser ist. Außerdem schreibt sich Microsoft auf die Fahne, alle Helikopterlandeplätze, Gleitflugplätze und Bohrinseln auf dem Planeten eingescannt und ins Spiel integriert zu haben. Weitere neue Faktoren sind die Einbindung und Berechnung von Stoffen im Spiel, wie den genannten Bannern und Ballons. Genauso wie die saubere Darstellung von Partikeleffekten im Verhältnis zu den Luftströmen, die etwa durch einen Helikopter entstehen. Natürlich hat auch das Wetter ein Update bekommen. Dadurch sollen jetzt richtige Stürme im Spiel möglich sein. Dunkle Gewitterwolken und Turbulenzen, die den Piloten heftig durchschütteln, sollen realistischer sein und eine echte Bedrohung darstellen. Neben natürlichen Winden in der Umwelt haben es jetzt auch die sogenannten Wirbelschleppen in den Simulator geschafft, also Luftwirbel, die durch Flugzeuge und Helikopter entstehen. Startet etwa ein großer Jet, sollte man mit einer kleineren Maschine warten, bis man sich auf die gleiche Landebahn wagt, um eine Bruchlandung direkt nach dem Start zu vermeiden. Diese Winde bleiben maximal 6 Minuten bestehen. Es ist das Maximum, das die Entwickler bei ihrer Recherche beobachtet haben. Wie bei den meisten Systemen im Flugsimulator kann man sich entscheiden, auf dieses Feature zu verzichten, indem man den Flugverkehr als Ganzes abschaltet. Auch die Einstellung für Live-Wetter ist nicht für Gelegenheitsspieler geeignet, die sich nicht mit den Spielmechaniken auseinandersetzen, sondern einfach nur die Aussicht genießen wollen. Selbst wer entsprechende Tutorials einmal absolviert, sollte nicht damit rechnen, gleich alles verstanden zu haben. Trial and Error und eigene Recherche sind angesagt, wenn man wirklich gut im Flugsimulator werden will. Denn wenn euch im freien Modus das Flugzeug abschmiert, bekommt ihr eure Fehler nicht einfach aufgelistet, sondern müsst selbst rausfinden, was ihr eigentlich falsch gemacht habt. Das sieht im Karrieremodus zum Glück ein bisschen anders aus, indem die Punktevergabe in mehrere Aspekte aufgeteilt ist. So sollen Fehler und etwaiger Verbesserungsbedarf nachvollziehbar sein. Profis können aber noch einen anderen Weg einschlagen und, anstatt sich das Leben leichter zu machen, noch tiefer in die Simulation einsteigen, und zwar ohne Add-ons installieren zu müssen. Mit dem nativ integrierten EFB, dem Electronic Flight Bag, kann man Flüge komplett vorher durchplanen und Gelände- und Wetterpläne studieren, bevor man sich ohne jegliche Flugassistenz in die Luft schwingt. Wer wirklich ins Spiel eintauchen will, hat wie im Vorgänger die Möglichkeit, sich in die offene und aktive Community einzubringen. Von ihr holt sich Microsoft beständig Input, um zu bestimmen, wohin die Entwicklung eigentlich geht und woran sie als nächstes arbeiten sollen. Die Entwickler setzen auch stark auf künstliche Intelligenz, denn der Simulator ist einfach zu komplex, um ihn händisch zusammenzubauen. Die Welt ist zwar mit Satellitendaten und manuellen Kamerascans aufgenommen, allerdings muss für die tatsächliche virtuelle Umsetzung jeder einzelne Stein, Grashalm, Baum und Felsen seinen Platz haben. Dafür haben die Entwickler für verschiedene Regionen und Biome händisch jeden Stock und Stein markiert und ihrer künstlichen Intelligenz so beigebracht, wie die Erde auszusehen hat. Andere KI-Systeme sind geplant, aber noch nicht umgesetzt, wie die Echtzeit-Stimmübersetzung. Ein erster Schritt dahin existiert bereits, indem man seine eigene Stimme über eine KI ins Spiel bringen kann. Dafür muss man einfach einen Satz vorlesen, der das Einverständnis enthält, dass Microsoft die eigene Stimme für den Avatar im Spiel verwenden darf. In Zukunft soll dann eine Funktion kommen, mit der man sich im Live-Chat in seiner Muttersprache verständigen kann und die anderen Chat-Teilnehmer das Gesagte in ihrer jeweiligen Landessprache hören. Das ist im Grunde bereits möglich, wie uns Microsoft versichert hat. Wann das Feature kommt, kann man aber bisher nicht festsagen. Dabei bedarf es kaum der Erwähnung, dass ein solches Tool weit über den Flugsimulator hinaus Nutzen hätte. Das ist aber nicht die einzige potenziell gesellschaftsverändernde Sache, an der Microsoft arbeitet. Auch Wettersysteme, die zukünftige Entwicklungen vorhersagen, versucht Microsoft zu verbessern. Allerdings ist man hier sehr viel weniger optimistisch. Was der Wetterdienst nicht hinbekommt, ist auch bei Microsoft nicht so einfach umsetzbar.
Rückwirkend sind die Wetterdaten nur bis zu 24 Stunden real nachspielbar, weil man in dieser Zeit den größten Nutzen für die User sieht, so die Entwickler. Dass solche Nebenschauplätze überhaupt existieren, liegt neben dem Geld auch am Bekanntheitsgrad von Microsoft. So kann die Firma ohne Angst vor großen Verlusten an solchen Systemen arbeiten und kommt gleichzeitig an sämtliche Daten, die man über unsere Welt so haben kann. Auf unsere Frage, wie sich das rechnen kann, ganze Landstriche einzuscannen, hat man nur mit den Schultern gezuckt. Das ginge schon. Außerdem sind viele Kooperationspartner inzwischen bereit, für sehr günstige Preise oder gar umsonst mit Microsoft zusammenzuarbeiten. Angesichts des aktuellen Pilotenmangels von fast 800.000 fehlenden Kräften hoffen Airlines darauf, über den Simulator ein bisschen Werbung zu bekommen und potenziellen Nachwuchs auf sich aufmerksam zu machen. Mehrere Piloten haben uns bestätigt, dass der Simulator sogar dazu geeignet ist, um sich auf den Flugschein vorzubereiten. Das Spiel bildet einen Großteil der komplexen Systeme ab, die für das Fliegen existieren. Man könnte also davon sprechen, dass Hardcore-Sim-Spieler die Hauptzielgruppe ausmachen. Mit dem Karrieremodus und den Herausforderungen schaut Microsoft jedoch genauso auf den Markt der Gelegenheitsspieler. Was den Flugsimulator aber letztlich zusammenbringt, ist weder die Kohle noch die Werbekraft, sondern die Leidenschaft aller Beteiligten. Mit inzwischen rund 25 Teams und 500 Mitarbeitern beweist Microsoft, dass es sich lohnt, innerhalb der Community zu rekrutieren und alles dafür zu tun, um benutzergenerierte Inhalte zu fördern. Und so schafft es natürlich auch der Marktplatz wieder ins Spiel. Da kann man Drittanbieterinhalte mieten, kaufen und ab 2024 sogar verschenken. Alles, was man in der 2020er-Version bereits gekauft hat, soll im neuen Teil im Besitz der Käufer bleiben. Damit bestätigt Microsoft, dass ein Großteil der Inhalte kompatibel ist. Und das wirkt sich auch auf den anfänglichen Umfang des Simulators 2024 aus. Die Standard-Edition kommt mit insgesamt 72 Fliegern, Hubschraubern, Ballons und Sonderfliegern. 32 davon sind komplett neu. Die Deluxe-Version bringt 10 weitere Fluggeräte, darunter 5 Neuzugänge. Und die Premium Deluxe Edition enthält nochmal 15 zusätzliche Flieger, wovon 10 Stück neu sind. Preislich liegt der Simulator wohl bei rund 80 Euro aufwärts. Das liegt zwar etwas über Vollpreis, allerdings wird das Spiel schon ab dem ersten Tag auch im Game Pass enthalten sein. Der Flight Simulator 2024 erscheint am 19. November für PC und Xbox Series X und S. Und im Vergleich zum Flight Simulator 2020 rechtfertigen die von uns gesehenen Neuerungen auch den Kaufpreis. Von einem einfachen Update kann jedenfalls nicht die Rede sein. Eher von einer umfänglicheren Runderneuerung. Die macht den Anschein, sowohl für Fans von Hardcore-Simulationen als auch für die klassischere Gamerschaft genau richtig zu sein. Ob der Spagat am Ende wirklich gelingt, erfahren wir erst näher zu Release. Und bis dahin, ja, drehen wir halt noch unsere Runden in der alten Simulation.